Frankfurt präsentiert Höher, Schneller, Weiter. Der Live-Podcast mit André Braun. Spannende Einblicke in das Leben erfolgreicher Unternehmer und Persönlichkeiten. Und damit einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier bei Höher, Schneller, Weiter, dem Innovations- und Unternehmer-Podcast für junge und eben innovative Unternehmen. Mein Name ist André Braun und wir senden heute hier live aus den Skyline-Studios hier bei Radio Frankfurt mit dem Blick auf die Skyline der Finanz- und Tech-Metropole Europas. Heute habe ich einen Gast bei mir, beziehungsweise einen der innovativsten jungen Unternehmer Deutschlands. Julian Ziese ist gerade einmal 20 Jahre alt und CEO mehrerer Unternehmen. Julians Company vermarktet Unternehmen und er steht gerade gespannt und startbereit unten hier in der Lobby der Skyline Studios. Denn er hat gleich nun 40 Sekunden Zeit, um 27 Stockwerke nach oben zu fahren, hier hoch zu uns ins Radiostudio. Und wir schalten jetzt gleich zu Julian live runter in den Fahrstuhl, um zu sehen, was Julian uns gleich zu erzählen hat und sehen gleich, was Julian in seinem Unternehmen so macht. Herzlich willkommen im Elevator Pitch von Radio Frankfurt. Der Aufzug fährt dich direkt in die spektakulären Skyline Studios. Du hast jetzt 40 Sekunden Zeit, dich und deine Idee vorzustellen. Es geht los. 3, 2, 1, go! Hi, mein Name ist Julian Ziese und ich bin Co-Founder und Geschäftsführer von OneShot Media. Bei OneShot Media setzen wir für kleine mittelständische Unternehmen die digitale Neukundengewinnung und Mitarbeitergewinnung um. Außerdem hat OneShot Media noch weitere Unternehmungen wie OneShot Films, welche seit 2018 verschiedenste Videoproduktionen in ganz Deutschland und Europa realisiert. Damit sollte man noch nicht gewesen sein, denn seit November 2020 haben wir noch die Marke Your Wedding Video, welche für alle Brautpaare die Traumhochzeiten in einem Video festhält und damit für immer unvergesslich macht. Aber das soll es auch immer noch nicht gewesen sein, denn ich habe ein junges, motiviertes, cooles Team und ich und mein Geschäftspartner Timon Fock haben vor, in den kommenden Jahren weitere Steps zu machen und unser Teil dazu beizutragen, dass Deutschland noch mehr innovative Unternehmen hat und damit coole Global Player. So, wow, das war ganz schön schnell und ich freue mich gleich hier, das Ganze nochmal geordnet und strukturiert von Julian selber zu hören, denn Julian ist jetzt gerade hier bei uns in den Skyline Studios im 27. Stock über der Frankfurter Skyline angekommen und ich freue mich, ihn gleich hier bei Gast hier bei mir im Podcast Höher, Schneller, Weiter zu haben. Und ja, für uns beide ist es heute irgendwie so eine gewisse Premiere, weil auch ich heute das erste Mal live hier im Radio bin. Ich bin vorhin hier angekommen und Oskar hat mich angeschaut und hat gemeint, wie André, also du hattest noch nie eine eigene Radiosendung und nein, ich hatte noch nie eine eigene Radiosendung und umso aufregender ist das heute für mich. Julian kommt gerade an, legt hier gerade seine Jacke ab und setzt sich ganz schnell an den Tisch ran und so, ich glaube, der Julian kann es jetzt hören, wir können den Julian hören. Hi Julian. Hi, cool, dass ich heute Abend hier sein darf. Ich freue mich, dass du da bist. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, du bist ein guter Freund von mir, wir kennen uns schon sehr, 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 sehr lange und umso mehr freue ich mich, dass du heute hier bei der ersten Folge von Höher, Schneller, Weiter mit dabei bist. Ja, vielleicht ganz kurz auch nochmal zu mir für alle, die zuhören. Ich selber, ich bin der André, ich bin 18 Jahre alt und leite gemeinsam mit meinem Co-Founder und Geschäftsführer, dem Marco, der 15 Jahre alt ist, eben die Plutus GmbH. Und wir selber konzentrieren uns auf Digitalisierungsstrategien für Unternehmen. Und mir selber ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir in Europa viele innovative digitale Player aufbauen. Und ich glaube, der Julian, der hat eine ganz ähnliche Vision. Julian, wer bist du privat? Erstmal und dann vielleicht, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Also genau, ich bin Julian, komme ursprünglich auch hier aus der Nähe von Frankfurt, aus Bad Nauheim, bin jetzt im August Richtung Stuttgart gezogen, weil mein Geschäftspartner Timon Fock aus Vöhringen, das ist ja in der Nähe von Ulm, kommt und haben wir halt überlegt, okay, wir brauchen einen Standort, der zwischen Ulm und Frankfurt ist und dann kam halt Stuttgart in uns in Sinn. Und ja, wie gerade eben schon erzählt wurde, wir haben das Unternehmen OneShot Media, wo wir halt einmal uns darum kümmern, die digitale Neukundengewinnung und Mitarbeitergewinnung für kleine mittelständische Unternehmen umzusetzen, dass wir denen dabei helfen, als auch OneShot Films, wo wir schon seit 2018
ja, verschiedenste Videoproduktionen umsetzen. Los ging es damals Anfang 2018 mit Hochzeiten und dann hat sich das immer so weiterentwickelt. Cool, ja. Vielen Dank auch nochmal für die Einblicke jetzt gerade an der Stelle, Julian. Ja, selber in unserem Podcast soll es heute ja gar nicht so um die Unternehmen stehen, die wir beide führen. Wir beide sind passionierte Jungunternehmer, würde ich mal behaupten. Wir machen das Ganze auch schon, man kann mittlerweile sagen, jahrelang. Also ich habe mit 14 angefangen, du hast mit 16 angefangen. Wann war also das? Also da waren so die ersten Steps, sage ich mal. Aber so richtig mit so 17,5. Genau, ja. Und wir selber sind, wie gesagt, beides junge Unternehmer, stehen vor vielen Herausforderungen und darüber wollen wir uns eigentlich auch in dem Podcast unterhalten. Und eine der Herausforderungen, die wir das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, auch sehr thematisiert haben und die uns beide sehr, sehr interessiert hat und wofür wir, glaube ich, auch beide brennen, ist natürlich das Thema Deutschland und Europa und wie wir das voranbringen können, das Land, und elementar natürlich dann auch das ganze Thema Bildung. Ich weiß nicht, generell Thema Bildung, wenn ich dir das an den Kopf werfe, aktuelle Bildung, Jugendlicher, wie stehst du dazu? Ist sehr stark verbesserungsbedürftig. Also ich bin auch zufrieden, dass ich endlich mit der Schule fertig bin, beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich es sagen darf, ich habe die vorzeitig beendet. Ja, klar. Wir sind ganz offen heute hier und ganz ehrlich und sagen alles, egal wer dazuhört. Du hast die Schule abgebrochen. Richtig. Du hast das Fachabitur gemacht. Genau, ich war in der 12. Klasse, hatte auch schon das erste Halbjahr hinter mir gehabt. Wäre eigentlich nur noch ein Halbjahr, dann hätte ich es geschafft und wäre mit der Fachhochschulreife dann fertig. Hab das dann aber, vorzeitig beendet, weil einfach das Ganze, was ich unternehmerisch gemacht habe, halt immer besser auch funktioniert hat und ich auch mit mir selbst halt einfach unzufrieden war, weil das, was ich teilweise in der Schule gelernt habe, hat mich halt nicht wirklich weitergebracht. Nicht weitergebracht, das war jetzt nicht wirklich so das praktische Doing, genau. Das praktische Learning, wo man, was du irgendwie für den Lifestyle, für das Leben an sich mitnehmen kannst. Und wir selber, ich finde ja eine Zahl immer sehr, sehr spannend, die wir in den letzten Monaten, in den letzten zwei Quartalen irgendwie sehr polarisiert ist. Die habe ich auch mit Christian Lindner, als ich in Berlin war, besprochen. Und das ist ja, das ganze Schulsystem braucht ja auch eine gewisse Digitalisierung. Wir selber wissen es ja auch. Also ich zumindest hatte kein Whiteboard in der Schule oder kein Smartboard. Wir hatten Tafeln. Wir hatten welche. Ihr hattet welche? Ja, sogar recht viele. Also aber Smartboards oder Whiteboards? Smartboards. Also so richtig mit, wo man so drauf kann. Genau, richtig. Ach, richtig. Krass. Aber habt ihr mit Tablets gearbeitet? Oder? Nein, überhaupt nicht. Also sowas gab es nicht. Okay, das heißt, es wurde praktisch die Förderung praktisch für die Tafeln abgegriffen und mehr wurde dann an der Schule auch nicht gemacht. Ja, so ungefähr. Okay. Genau, und das ist ja aber auch gar nicht das Ziel, sondern das Ziel, das ist ja eigentlich, und das ist ja eher die Ausnahme. Also die meisten Schulen haben das ja gar nicht irgendwie. Die haben keine Ja, du sag, also fall mir ruhig ins Wort. Ich will auch gar nicht wissen, wie es gewesen wäre, wenn ich jetzt beispielsweise das Schuljahr zu Ende noch gemacht hätte, weil dann wäre ich mich mit in die Corona-Zeit reingekommen und dann weiß ich nicht, wie dann digitales Lernen funktionieren sollte, weil ich habe gehört von Kollegen, das ist mega, nicht so positiv. Das ist nicht so gut gelaufen. Ja, das war ja auch, das so, auch so ein Punkt. Ne? Das ist auch so ein Problem. Und genau, und selber, wir haben in Deutschland, das ist eine Zahl, die habe ich vor der Sendung nicht mehr recherchiert, deswegen ist die, also ich meine, es sind 21,5 Milliarden Euro, die wir brauchen, um die grundlegende Digitalisierung der Schulen zu verabschieden. Das heißt, alle Schüler kriegen mal, oder wir haben einen Investitionsbedarf für iPads, Tablets, für Lehrer, Smartboards, Beamer, whatever. Und 21,5 Milliarden Euro. So, weißt du, wie viel dieses Jahr im Digitalpakt verabschiedet wurde? Ich glaube, noch nicht mal halb so viel. 5,5 Milliarden Euro wurden verabschiedet für die Digitalisierung der Schulen. Und ich finde, das ist ein Thema, worüber wir hier reden sollten, weil jetzt, glaube ich, es ist einfach, wie kann sowas passieren? Was ist da los? Und wie würde vielleicht auch Schule aussehen, wenn du jetzt herangezogen werden würdest und dich fragt jemand, ey Julian, du hast jetzt alles Geld der Welt oder sagen wir mal ein realistisches Ausmaß an Geld und du darfst jetzt mal einen Stundenplan selber schreiben. Parallel schlürfe ich mal an meinem Tee, den wir hier alle gerade haben. Und du kannst einfach mal erzählen, was du machen würdest. Das würde mich interessieren, weil ich habe auch so eine Idee und vielleicht kann man da ja irgendwie was ergänzen. Ja, also wie der Stundenplan aussehen sollte, also es gibt auf jeden Fall so ein paar Aspekte. Jetzt fangen wir mit dem Thema Deutsch an beispielsweise. Da gibt es so viele Themen, die man, kann mich noch gut daran erinnern, so ab der 9., 10. Klasse so machen musste, was so in welche Gedichtsanalysen und so weiter traf und so. Wo ich mich auch so frage, wie viel bringt es mich jetzt noch weiter? Wofür brauche ich es nach der Schule? Genau, richtig. Und dann gibt es halt Themen, wo ich jetzt mir beispielsweise mehr
gewünscht hätte, dass es mehr in der Schule auch darüber halt berichtet wird, was jetzt einmal das Unternehmertum betrifft, ganz klar. Ja. Dann allgemein so ganz alltägliche Sachen teilweise, die ich jetzt gemerkt habe, seit ich jetzt von zu Hause ausgezogen bin, was man so im alltäglichen Leben halt macht, im Haushalt und so Sachen. Ja. Ganz normale Sachen, wo man irgendwas Organisatorisches macht oder jetzt auch unternehmerisch, wie macht man eine Steuererklärung und diese ganzen Themen. Nichts oder kaum wird davon was in der Schule heutzutage gesagt. Okay, das heißt, du würdest ein bisschen mehr den praktischen Ansatz fahren. Das heißt, du so gucken, was für Lebenssituationen wir haben und die Fächer eventuell danach ausstatten, was du dann auch wirklich realistisch im Leben brauchst. Genau, einmal das. Und zweitens würde ich auch vielleicht ganz von der vom normalen Stundenplan wegkommen und sagen, okay, es gibt für gewisse Gruppen, also dass man das in Gruppen, also man hat trotzdem einen Klassenverband und dann teilt man es in Gruppen und die haben ihre Lernbereiche, sag ich mal, wo die sich wirklich für interessieren. Also ich meine, klar, es gibt Mathe, Deutsch, alles wichtige Sachen, wo man auch viele Sachen hat, natürlich, die man auch immer noch lernen muss und die auch wichtig sind. Ne? Aber bestimmte Sachen, da frage ich mich so, wir sind im Jahr 2020, jetzt bald 21. Warum? Was passiert da und warum müssen wir noch, warum müssen wir manche Sachen können, die vielleicht nicht mehr so sinnvoll sind? Also ich glaube, du hast voll recht. Es gibt auch schon ähnliche Konzepte tatsächlich bei diesem Thema Stundenplan. Es gibt Montessori-Konzepte oder so, wo bestimmte Bildungsbereiche mehr gefördert werden als andere. Also wenn man sieht, irgendwie ein Kind hat ein Defizit in Mathe, dann wird das in Mathe mehr gefördert. Jetzt ist aber die Frage, jetzt ist die Denke, will ich das Kind dann mehr in Mathe fördern oder reicht es, also beispielsweise in Spanien ist es so, meines Erachtens nach, ich glaube es war Spanien, dass ich bis zur 8. Klasse, ich kann ab der 8. Klasse Mathe abwählen. Das heißt, ich habe bis zur 8. Klasse Zeit, alle Grundkenntnisse in Mathe zu absolvieren, zu können und ich sage dir ganz ehrlich, alles was wir ab der 8. Klasse gemacht haben, 9. Klasse, 10., ey, I don't know. Keine Ahnung, wo ich das jemals in meinem Leben wieder gebraucht habe. Also ich finde den Cut nach der 8. Klasse eigentlich ganz schön. Und dann zu sagen, ich kann mich dann auf bestimmte Fachbereiche spezialisieren, wie Wirtschaft, wie vielleicht auch Unternehmertum. Richtig, also ich würde auch sagen, dass es definitiv nicht zu früh sein sollte. Und so 8. Klasse, 8., 9. Klasse, wo man, wie alt ist man da, so 14, 15 in dem Alter, da ist man auch reif genug, im Normalfall da auch, sag ich mal, schon selbst seinen Interessen, sag ich mal, ein bisschen mehr zu folgen. Dass man da auch selbst wählen kann, was man jetzt eher machen würde, denke ich. Genau. Gut, das ist natürlich eine Sache, klar, die sagst, wenn du jetzt sagst, du darfst mit 8 entscheiden, was du mehr machst, das ist natürlich, da gehst du dahin, was die Freunde machen, das ist richtig. Ja. Aber ich glaube trotzdem, dass, also wir sollten es doch in Deutschland hinbekommen, bis zur 8. Klasse alle Grundkenntnisse im Thema Mathe beispielsweise abzuwickeln. Ja. Cool, okay. Und generell, okay, dann haben wir diesen klassischen Stundenplan. Thema Unternehmertum in Schulen ist uns ja allen bekannt, dass das sehr, sehr wenig gebildet wird. Also was würdest du da machen? Da würde ich einmal vielleicht auch Leute aus der Praxis teilweise einladen. Also man braucht da wirklich auch Leute, also klar, es können Lehrer, können sich darüber informieren, die können in dem Fach gut sein, aber ich würde da viel mehr, sage ich mal, auch Leute aus der Praxis reinholen in die Schulen. Mhm. Cooler Ansatz. Ich glaube, glaubst du, es funktioniert? Also ich habe, aber wir sehen ja, dass es funktioniert. Es gibt ja Beispiele wie die Entrepreneur University, die ja ein sehr, sehr junges Unternehmen ist, irgendwie 3 Jahre, aber einfach in Deutschland das größte Unternehmer-Event aufgebaut hat. Oder sicherlich für Startups das größte Unternehmer-Event oder für Persönlichkeitsentwicklung. Und welche Leute würdest du da reinschicken in die Schulen? Also ich würde schauen, dass wir da auch andere Unternehmer reinbekommen, die da auch, sage ich mal, noch die gleiche Sprache der Schüler sprechen. Und das sind in dem Fall welche, die selbst vielleicht erst 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre älter sind, die jetzt noch nicht, also ich mach denke ich, wenig Sinn, wenn da jemand kommt, der schon irgendwie nicht mehr so ganz die Sprache der Schüler spricht. Ja, also klar, natürlich. Also im Endeffekt zu sagen, jetzt beispielsweise wir als 2 Beispiele könnten in die Schulen gehen, würden dort fortbilden. Das, die Sache ist halt, es gibt auch bis dato wenig Förderprogramme, die das finanzieren. Also, weil natürlich müssen auch Leute wie wir bezahlt werden, weil wenn die irgendwie einen akuten Mehraufwand betreiben. Ich meine, das ist ja auch wieder die Frage, was ist die Definition Unternehmer? Vielleicht auch eine spannende Sache, worüber wir gleich mal sprechen können. Was ist ein Unternehmer für dich? Und diese soziale Verantwortung, die ein Unternehmer trägt, mit der Mitarbeiterbeschäftigung, mit dem Steuern zahlen,
Das ist, damit Kitas gebaut werden können, damit eigentlich auch ein Schulsystem weiterentwickelt werden kann. Das ist eine gewisse soziale Verantwortung. Und sollte es nicht die Pflicht von jedem Unternehmer sein, auch mal zu sagen, ey, du musst halt oder du solltest halt mal einmal im Monat dir mal eine Stunde nehmen für eine Schulklasse und das tun? Oder sagst du, es muss konkrete Fördermöglichkeiten von Seiten des Staates geben? Also ich würde einmal sagen, klar, Fördermöglichkeiten ist auf jeden Fall eine Sache, worüber man reden müsste. Aber allgemein ist es ja auch irgendwie das Ziel jetzt von dem Unternehmer oder jetzt, ich rede jetzt mal von uns oder jetzt von anderen jungen Unternehmern oder anderen, die jetzt, weiß nicht, auch noch recht jung sind oder das zwar schon recht lang machen, dass die ja auch wollen, dass Deutschland weiterhin ein attraktiver Wirtschaftsstandort ist und dass da viele coole, innovative Unternehmen sind. Und deswegen, ja, ich denke mal, man sollte da selbst auch ein bisschen sich dafür einsetzen. Okay, aber jetzt vielleicht nochmal zurück auf das Thema. Was ist konkret für dich der Begriff Unternehmer? Was zeichnet ein Unternehmer für dich aus? Ein Unternehmer zeichnet für mich aus, dass er einmal eine Sache selbst anpackt. Selbst, sage ich mal, Visionen verfolgt, selbst mindestens halt ein Gewerbe halt hat, in einer Art und Weise, sonst ist es kein Unternehmer. Er sollte auch Geld verdienen. Ja, genau, ja, das kommt hinzu. Begeistern. Das heißt, der Unternehmer sollte Geld verdienen in erster Linie und andere Menschen begeistern. Das ist dein Steckbrief für den Beruf des Unternehmers. Also es sind zwei Punkte, worunter ich, sag ich mal, das sehe, unter anderem. Okay. Und halt mitzugestalten. Nicht nur, sag ich mal, selbst irgendwie Geld zu verdienen in einer Art und Weise, sondern wirklich auch zu schauen, was kann ich tun, um, ich sag mal, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Ja, finde ich eine coole Sache. Also gerade dieser Innovationsaspekt. Ich glaube, das sind ja beides Sachen, die wir als Unternehmer auch irgendwie vorhaben und die wir beide realisieren wollen und ich glaube, die wir beide auch realisieren mit Unternehmen, nämlich deutsche Unternehmen bereit für Europa 4.0 zu machen. Das heißt, wir wollen die digitalisieren, wir wollen die marketingtechnisch gut aufstellen und so weiter und so fort. Und das finde ich cool, dass wir beide da den Ansatz fahren. Jetzt grundsätzlich Unternehmertum in Deutschland ist ja übelst das verhasste Thema irgendwie. Also weißt du, was ich meine? Das ist ja jeder egal. Also wir haben es vorhin schon, wir hätten es aufnehmen sollen, als wir kurz gesprochen hatten zu dem Thema Unternehmen. Vielleicht kannst du das nochmal wiederholen. Also mit dieser, also wir selber, wir hatten vorhin ja das Gespräch, wir merken oder wir glauben ja, dass die Wahrnehmung von Unternehmern durchweg positiver wird. Nehmen wir das nur so wahr oder ist das tatsächlich so? Also ich würde sagen, das ist so. Aber liegt vielleicht auch darum, einfach mit den Leuten, mit denen ich mich umgebe und mit den Kunden vielleicht auch, mit denen man da redet, dass nur deren Sicht ist und dass insgesamt es doch ein bisschen anders aussieht. Weil du hast vorhin ein Beispiel gebracht, was ich ganz cool fand, wo es darum ging, dass wir noch nicht mal, oder viele Leute noch nicht mal den Namen wissen jetzt vom, sag ich mal, VW-Chef und man bei Tesla aber sofort weiß, dass es Elon Musk ist. Ja, ich glaube, das ist ein total starkes Thema. Ich glaube, dass unsere deutsche Automobilindustrie ein wahnsinnig starker Player ist. Es ist eine Industrie, die uns sehr, sehr prägt und die maßgeblich für Deutschland steht und die einiges drauf hat. Und dann guckt man aber rüber zu einem Tesla und denkt sich so, was ist da passiert? Also warum hat ein Tesla ein Auto auf den Markt gebracht, was einen so großen Nerv der Gesellschaft trifft und warum haben das die großen Automobilkonzerne, nicht nur die deutschen Automobilkonzerne, sondern schlichtweg alle Automobilkonzerne, verpennt? Glaubst du, das ist der Wille? Also zu sagen, ich habe einfach keinen Bock drauf? Oder ist es also haben sie es nicht gecheckt? Sind sie zu sehr in ihrer Bubble, so wie wir vielleicht in unserer Unternehmerbubble sind? Ich glaube, zu sehr in der Bubble, würde ich wirklich sagen. Also man ruht sich zu sehr auf die vergangenen Erfolgszeiten, sage ich mal, aus. Und das sehe ich, finde ich, bei recht vielen Bereichen in Deutschland. Leider. So nehme ich das wirklich wahr. Also auch in der Politik und so. Okay, ja. Genau. Ja, okay. Cool. So, ja, wir gestikulieren gerade hier ein bisschen rum. Wie gesagt, das ist unsere allererste Radiosendung. Wir sind beide sehr, sehr aufgeregt. Wir wollen jetzt natürlich noch so ein bisschen drüber sprechen. Okay, gut. Und jetzt hat irgendwie einen Tesla
hat ein unfassbar gut funktionierendes Auto. Und jetzt werde ich mega oft gefragt, ey André, so, warum fährst du Tesla? So, warum fährst du keine AMG? Ich verstehe, was du meinst. Unser Kameramann, der hier gerade mit dabei ist, der nickt gerade, weil der fährt nämlich AMG. Was würdest du fahren für ein Auto? Also ich habe mir da überhaupt noch nicht so ganz doll Gedanken gemacht, weil ich momentan noch kein Auto jetzt so habe. Bin sehr viel mit dem Zug unterwegs und auch so eigentlich recht zufrieden damit. Aber ich würde auch eher nach aktuellem Stand auch eher Richtung Tesla tendieren. Einfach weil es von den Werten auch, die das Unternehmen vertritt, einfach zu der Einstellung auch steht, sag ich mal, wie ich auch stehe. Welche Werte sind das? Das ist einmal der technologische Fortschritt. Dann für Innovation, für Schnelligkeit, die wollen schnell Sachen voranbringen. Elon Musk, ich habe mir jetzt auch zu Weihnachten die Biografie mal von ihm gewünscht. Oh. Und wird die unter dem Weihnachtsbaum liegen? Weiß man das schon? Ich denke schon, ja. Okay. Und das sind halt alles so Punkte, sag ich mal, weshalb ich damit was verbinde, weiß ich meine. Und ich verbinde jetzt nichts jetzt mit einem AMG beispielsweise. Klar, es ist ein cooles Auto, keine Frage, aber es hat irgendwie von den Werten, ich vertrete, nicht das, was vielleicht ja zukunftsweisend auch so ist. Wo du verstehst, was du auch vertreten kannst. Richtig, genau, so ist es. Ja, ich finde das total interessant, weil ich bin natürlich jetzt ein bisschen in der Tesla-Community drin, seitdem ich Tesla fahre. Ja, und die ist sehr, sehr stark. Also wir sind gestern oder vorgestern auf den Feldberg gefahren, das ist so ein Berg hier bei Frankfurt, den kennt ihr natürlich alle, und sind da hochgefahren und wollten da so ein bisschen spazieren gehen und dann ist dann ein Tesla entgegengefahren, der hat dann gehupt und hat sich gefreut, dass er einen anderen Tesla gesehen hat. Und wenn du irgendwo an einem Tesla-Supercharger stehst, das sind die Ladestationen für die Teslas, die haben weltweit überall Ladestationen. Das ist auch so ein Ding. Das ist der erste Automobilkonzern, was eine eigene Infrastruktur hat zum Laden und zum Fahren. Das ist doch krass. Also, weißt du, wir sind letztens irgendwie nach Tulba gefahren, zu meinem Dad an die Wasserskianlage. Und das ist halt einfach, also wirklich irgendwo so im Nirgendwo ist dann so ein Tesla Supercharger. Und dann fährst du da so durch so die Ecke, durch so ein richtig altes Dorf und dann siehst du auf einmal so 40 Supercharger in so einem komplett dunklen Waldstück rot leuchten. Das ist ein unfassbares Gefühl. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass diese Tesla-Community so wahnsinnig stark ist und dass die sich so, so verbunden fühlen. Und egal, wo du bist, Tesla-Community-Fahrer halten immer zusammen. Und teilweise, also wenn sich jemand einen Tesla kauft, dann guckt er sich irgendwie vorher 5 Wochen nur Tesla-Videos an. Und dann gibt es Leute, die tracken, auf welchem Schiff das Auto gerade ist und rufen beim Tesla-Support an. Also es ist ein riesen, riesen Thema, dieses Auto. Und ich glaube, dass dieses Auto, wie du es gerade schon gesagt hast, Emotionen vermittelt und Werte. Mhm, und das macht halt ein klassisches Auto irgendwie nicht. Also nicht ein deutsches Auto, sondern das klassische Auto macht das nicht. Oder nicht mehr. Also ich glaube, insgesamt war die Wahrnehmung da teilweise noch ein bisschen anders, oder? Früher, also... Führ mal aus. Na, das Auto war ja immer schon so in Deutschland ein gewisses Statussymbol, teilweise bei recht vielen Leuten. Ja, absolut. Ich glaube, ein Statussymbol ist es doch immer noch. Ja, aber ich meine, dass man früher vielleicht nochmal ein bisschen einen anderen Reiz verspürt hat. Ich kann dazu nicht sagen, nur wie ich es halt denke. Weil für unsere Generation ist das Thema Auto ja auch durch eigentlich. Also ja. Wir selber, ich habe so das Gefühl, wir selber fahren kein Auto, weil wir das Auto geil finden, sondern wir fahren Auto, weil wir halt mobil sein wollen. Und for real. Und wenn wir halt im Endeffekt kein Auto haben, dann tut uns das nicht weh, weil wir haben Uber. Wir haben U-Bahn, wir haben Taxi, wir haben E-Scooter, wir haben Autos, die man sich ausleihen kann per Handy-App. So, das ist, also wofür brauche ich noch ein eigenes Auto? Drive Now, so, das ist geil irgendwie. Und wofür brauche ich noch ein eigenes Auto? Das ist, glaube ich, eine Grundsatzfrage, die wir uns stellen sollten. Ja, definitiv sehe ich auch so. Also ich selbst spreche auch sehr für die Bahn, weil ich bin Bahncard 100, fahre eigentlich sehr, sehr viel Bahn. Das ist auch so eine Sache. Ich glaube, für mich ist die Bahncard mittlerweile sowas wie für andere das Auto. Ja. Genau das bietet für mich die Flexibilität, die Mobilität, dass ich einfach mal spontan dahin fahren kann. Kurzfristiger Termin, ich fahre kurz runter nach Frankfurt, ich fahre kurz zu meiner Family, ich fahre kurz, wieder woanders hin. Das ist einfach so eine Flexibilität und man steht trotzdem nicht im Stau jetzt irgendwie in einer Großstadt, was in Stuttgart wirklich die Hölle ist. Also da ist der Verkehr wirklich. Da hast du keinen Bock, Auto zu fahren. Nein, überhaupt nicht. Also hier in Frankfurt geht's noch wirklich ziemlich, ziemlich gut, finde ich. Okay, lass uns mal ein bisschen in unsere Leben einblicken, vielleicht auch als Unternehmer.
Wir hatten gerade drüber gesprochen selber, dass das Thema Unternehmertum in Deutschland ja ein bisschen weird ist, eine weirder Situation, weil irgendwie alle Leute sagen, ey, Unternehmer sind voll böse. Warum sagen die das, ist eigentlich die Frage. Warum sind Unternehmer die Bösen in unserer Gesellschaft? Das sind doch die, die unsere Steuer zahlen und die, die irgendwie dafür, die auch Mitarbeiter beschäftigen. Was da passiert? Ich denke mal, dass so Fälle wie jetzt beispielsweise auch jetzt mit Wirecard oder yeah, sowas halt yeah, yeah. Immer wieder schlechtes Licht auf so Sachen halt, auf das Gesamtbild vom Unternehmer halt wirft. Ja. Und dazu kommen halt auch immer wieder irgendwelche Schlagzeilen, sei es jetzt auch im Sommer mit Tönnies da, der Fleischunternehmer da, mhm. wo ja auch was war, um die schlechten Arbeitsbedingungen und so weiter. Und ich glaube, das ist so ein Bild, was halt manche von einem Unternehmer halt sehen. Aber das ist doch unsere Aufgabe. Ja, aber dann müssen wir doch in die Schulen gehen und aufklären und zeigen, Alter Leute, es ist nicht so. Wir sind keine bösen Menschen, sondern wir wollen diesem Land wirklich was Gutes tun. Ja, ich glaube, das ist vor allem auch in den älteren Generationen vielleicht auch mehr so noch, oder? Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass es in den älteren Generationen grundsätzlich... Weil, wenn ich jetzt mal so sehe... Schüler, sag ich mal, ganz viele Schüler jetzt auch bei mir auf Instagram und so weiter, wie viele andere begeisterte Leute da sind, die auch, sag ich mal, in irgendeine Richtung sich mal selbstständig machen wollen und wie viele auch mit dem Gedanken spielen und da wirklich auch schauen, ob das für die was in der Zukunft wäre. Die wissen vielleicht noch nicht, welches Themenfeld und so, ja. Aber bei der, sag ich mal, bei der ganzen jungen Generation bei uns jetzt so, da ist es, denke ich, nicht in so einem negativen Bild, oder? Gott sei Dank. Also ja, ich glaube, das ist halt viel bei, also ich habe das Gefühl, bei Leuten oder bei Leuten im Alter so 30, 40, 50, dass die noch ganz oft dieses negative Bild haben. Das sind alles böse Menschen, die wollen uns irgendwie was. Man müsste das mal vielleicht wirklich mal analysieren, woher das kommt. Und ist ja auch egal. Ich finde es viel wichtiger, scheiß doch auf die, also vergiss doch die Vergangenheit, sondern lass uns ein bisschen auf die Zukunft konzentrieren. Und da ist vielleicht wirklich so ein bisschen die Frage, wie können wir das ändern? Und ich glaube, dass wir beide da einen entscheidenden Schritt machen können. Wir können in Schulen gehen, wir können von unserem Leben erzählen, wir können davon erzählen, was wir geschafft haben, woher wir kommen, was da entstanden ist in den letzten 4 Jahren. Ich meine, bei uns hat sich in den letzten 4 Jahren einfach so viel verändert. Das ist für manche gar nicht greifbar, was wir in den letzten 4 Jahren alles durchgemacht haben. Also vom gegründeten Einzelunternehmen, durch, wo wir uns dann irgendwie bei meinem ersten Unternehmen kennengelernt haben, wo du dann bei uns damals Praktikum bei uns gemacht hast und wo wir dann zwischendurch, wie war das denn genau? Praktikum hast du bei uns gemacht, dann hast du das Praktikum gemacht. Und parallel habe ich dann schon so recht viel Zeit dann auch schon in One Shot Films gesteckt. Das war dieses Jahr, wo, sag ich mal, das so alles seinen Lauf genommen hat jetzt bei mir. Genau. Oder und bei uns. Ja. Genau. Und dann seid ihr eben zu One Shot Media geworden. Ihr habt dann ein Unternehmen aufgebaut, was heute viele, viele Unternehmen vermarktet, die unterstützt. Vielleicht auch mal, wo kann man euch, also wo kann man dich verfolgen persönlich? Also kann man das irgendwie, nimmst du Leute in deinen Alltag mit? Also auf Instagram logischerweise. Mache ich, also auf Instagram kommen immer wieder ein paar Einblicke, einfach julian.ziese, so heiße ich da jetzt. Genau, da kann man dich verfolgen. Mich selber, genau, super. Mich selber ja auch auf der André Braun. Ihr habt auch noch einen Company-Account, One Shot Media heißt der wahrscheinlich einfach. Genau, oneshotmedia.eu. .eu und also wenn ihr Instagram habt, Facebook selber, weiß ich gar nicht, ob du, also ich habe Facebook André Braun, aber ich weiß gar nicht, hast du Facebook? Facebook habe ich nicht privat, nur da halt auch. Ist auch so ein Thema, ne? Was ist mit Facebook passiert? Warum nutzt du kein Facebook? Facebook, also ich habe irgendwie die Facebook-Zeit, sag ich mal, verschlafen, würde ich mal so sagen. Also ich habe noch nie wirklich Facebook aktiv genutzt. Ich nutze es rein geschäftlich, das heißt eigentlich nur, um Facebook-Seiten von Kunden zu betreuen und so, aber nicht irgendwie, um da Freunde auf Facebook zu haben. Er ist bei unserer Zielgruppe irgendwie out. Ja, also ich kenne keinen mehr, der so aktiv Facebook benutzt. Also ich nutze Facebook manchmal noch so ein bisschen, aber halt wirklich, ich gucke da einmal die Woche irgendwie so 10 Minuten rein oder so, aber das war's. Okay, genau, also unser Leben ist in 4 Jahren sehr, sehr viel passiert. Wie sieht ein klassischer Tag bei dir aus? Gibt es den klassischen Tag? Du bist Vollzeit bei dir selber beschäftigt. Ihr habt ein Team aus 4 Leuten jetzt, 5 Leuten. Was ist dein Tag als CEO von One Shot Media? Boah, also ist eigentlich immer recht ähnlich, sag ich mal. Also es ist so, dass ich einen recht strukturierten Zeitplan habe. Ich stehe jeden Tag eigentlich von Montag bis
Freitag immer um 4.30 Uhr auf. Das ist so eine Sache, die ich fest so habe, also wirklich feste Zeiten, wann ich aufstehe, wann ich schlafen gehe. Einfach weil ich so gewisse Routinen halt einfach selbst brauche für mich. Und dann, mache ich halt, arbeite ich immer so in Arbeitsblöcken praktisch. Wie lange sind die? Die sind in der Regel immer so zwischen 2,5 und 3 Stunden. Also ich merke es eigentlich immer dann, wenn bei mir ein bisschen die Konzentration nachlässt, beziehungsweise dann ist auch vielleicht der nächste Call oder so. Und dann, das ist eigentlich mal so, wie ich das mache. Und ich habe eine recht lange Zeit gehabt, dass ich Sonntag immer gar nicht gearbeitet habe, einfach um da auch viel Zeit mit Freunden und so weiter zu verbringen. Mittlerweile ist es wieder so, dass ich doch recht viel arbeite. Aber wenn ich jetzt mal Bock habe, sage ich mal, einen Tag nicht zu arbeiten, weil ich mehr geschafft bin oder so, oder mit irgendeinem Kollegen was machen will oder zu meiner Family fahre, dann mache ich das halt einfach. Dann kann ich mir halt da halt auch die Zeit nehmen und mir das Ganze so einteilen. Weil du so frei bist als Unternehmer, einfach zu sagen, du kannst das mal tun, weil du bist richtig, dein eigener Chef. Richtig, genau. Vielleicht bleiben dann ein paar To-Dos auf der Strecke, aber das muss ich dann halt anders regeln. Du hast gerade gesagt, 2,5 bis 3 Stunden machst du so einen Arbeitssatz und dann ist der nächste Call. Das heißt, Arbeitssätze sind für dich rein isoliertes Arbeiten mit To-Dos oder ist es auch der Call? Call auch im Arbeitssatz sein? Also bei mir ist es so, ich habe einen Arbeitssatz und das kann halt auch, bei mir sind die ein bisschen kürzer. Also bei meinen Arbeitssätzen sind so 30 Minuten oder so und da kann halt 30 Minuten kann ein Call sein und eine Rechnung rausschicken, also ein Angebot rausschicken oder so. Also ich mache es eigentlich immer wirklich so, dass ich dann konzentriert für mich entweder arbeite oder via Teams mit beispielsweise Daniele, jemand aus unserer Firma dann was der gerade, glaube ich, auch mache. Zuhört. Der hört Grüße vielleicht auch. An Daniele natürlich, ja, Daniele Colombo. aber dann bin ich halt wirklich mit jemandem voll in einem Thema vertieft, weißt du? Mhm. Oder arbeite halt nur für mich an irgendeiner Sache und dann lege ich wirklich mein Handy weg. Und dann ist es egal, ob dann jemand anruft oder ob mir irgendwer auf Instagram schreibt oder sonst was. Ich kümmere mich erst danach, wenn ich die und die Sache fertig gemacht habe. Das heißt, okay, das ist fokussiertes Arbeiten. Finde ich cool. Sollte das in Firmen auch mehr genutzt? Also ist es ja, wobei, 2,5 bis 3 Stunden Arbeitszeit, also das kommt schon so nach dem klassischen Arbeitnehmer eigentlich, oder? Also, weiß ich nicht. Ich habe nie in der Arbeit gearbeitet. Ich auch nicht. Wir sind beide irgendwie seit Grund auf selbstständig. Also ich sag mal so, ich habe immer wieder verschiedenste Wege ausprobiert. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt der perfekte Weg ist, wie ich das mit der Zeiteinteilung mache, dass ich auch so immer gegen 22 Uhr spätestens unter der Woche schlafen gehe. Manchmal ist es auch länger, dann ist man auch mal bis 2 Uhr nachts oder sowas wach. Das gehört auch dazu zum Unternehmertum. Ob das jetzt der perfekte Weg ist, um seine Freizeit top produktiv zu arbeiten, ob das alles so top ist, weiß ich nicht. Es gibt da, denke ich, verschiedenste Ansätze. Jeder hat da, denke ich, seinen eigenen Ansatz, du ja auch. Aber für mich ist das aktuell der Weg, den ich da ganz gut finde, ja. Okay, das heißt, diese Arbeitssätze anzugehen, findest du, das ist dein Road to whatever. Definitiv. Also, weil ich mich auch immer sehr stark oft ablenken lasse. Das heißt, wenn irgendwie eine Sache ist, dann mache ich noch das. Machst du Handy aus? Ich mache Handy in Flugmodus und tue es in eine Schublade bei mir. Komplett? Im Flugmodus. Okay. Und E-Mails und so sind auch geschlossen auf dem Desktop? Weil mein großes Problem... Die sind schon offen. Ja, das ist ein großes Problem. Wirklich bei mir ganz, ganz, ganz kritisch. Okay, cool. Nee, also dann sieht dein klassischer Arbeitstag eigentlich so aus, dass du aufstehst, diese Arbeitssätze machst, zwischendurch mal ein Meeting. Gut, jetzt macht ihr oder seid ihr ursprünglich gekommen aus der eigentlichen Videoproduktion. Mhm. Foto, Content Creation. Das ist ja immer noch auch einer der Main Parts oder immer wenn wir irgendwie uns treffen, darüber sprechen, habe ich das Gefühl, das ist einer deiner wichtigsten Points. Und wie sieht das aus? Bist du noch vor Ort? Filmst du noch mit? Bist du noch der operative Umsetzer oder koordinierst du? Also ich bin noch auch im Operativen, also auch in der Umsetzung noch tätig. Also es ist noch nicht so, dass ich nur koordiniere und so. Also es hat sich so in der letzten Zeit entwickelt, dass jetzt ich und Timon immer noch sehr, sehr viele Projekte auch so umsetzen. Aber man hat gesehen über die Zeit, dass es insgesamt weniger geworden ist. Also insgesamt ist auch wirklich viel Arbeit teilweise einfach nur organisatorisches und nicht mehr so, dass man überall eingespannt ist. Also das ist vieles auch abgegeben dann. Das Koordinieren, also das genau. Tatsächlich das Leitbild des klassischen Unternehmers, weil alles andere sehr selbstständig, wenn du selber machst. Ne? Genau. Ja. Aber cool, aber ich sag mal, finde ich mega, mega, mega spannend.
cool. Nee, freut mich, dass wir darüber geredet haben. Zum Schluss, ich würde gern, also weil wir ja auch, weil ich weiß, dass das sowohl von deinen sozialen Medien, von deinen Social Medias und auch von meinen und vielleicht auch den langfristigen ein oder anderen, ja, begeisterten Radio Frankfurt-Zuhörer hier, das Thema Unternehmertum sehr, sehr begeistert. Hast du Tipps? Also wir leben in einer... Lass mal zusammen drei Tipps jetzt erarbeiten. Was wollen wir denen mitgeben? Fang du mal ein, dann mache ich einen, dann machen wir einen zusammen. Ein Tipp ist immer, sich neu zu erfinden und Durchhaltevermögen. Das sind zwei Tipps in einem. Warum ich sage, sich immer neu zu erfinden, ist jetzt beispielsweise die Corona-Krise. Das ist ja schon eine Sache, die recht viele da auch betrifft. Auch uns, wir sind davon auch an sich betroffen. Und da geht es halt wirklich immer darum, neue Möglichkeiten auszuarbeiten, was man machen könnte, neue Unternehmen, neue Angebote auch zu erschaffen, neue Wege zu gehen, die jetzt vielleicht relevant sind, was beispielsweise E-Commerce betrifft und so. Das ist jetzt eine Sache, die wir gerade sehr in Angriff nehmen, weil es sich ja alles mehr denn je, sag ich mal, ja, in die Online-Welt verschoben hat. Jetzt ab morgen ja leider wieder alles geschlossen. Also deswegen sich wirklich probieren, immer neu zu erfinden, als Restaurant eigene Lieferservice-Systeme beispielsweise aufzubauen. Genau, vielleicht auch als Beispiel, also es gibt ganz, ganz viele in unserem persönlichen Kreise, die Unternehmer waren, die eine Videoagentur hatten oder was anderes und dann kam die Corona-Situation, die haben den Kopf in den Sand gesteckt und haben gesagt, scheiße, was mache ich jetzt? Mhm. Die Sache ist, das ist halt genau das, was ein Unternehmer auszeichnet. Richtig. Also 100 Mal hinfallen, 101 Mal wieder aufstehen. Weil, genau, und dann schafft man es. Dann schafft man es. Ja, weil das steht doch in der Stellenbeschreibung des Unternehmers. Ich kann doch nicht hinfallen und sagen, oh nein, das hat mich jetzt halt getroffen, jetzt bleibe ich liegen. Wenn ich das machen würde, dann unter Umständen liegen da 100 Mitarbeiter dran. Das finde ich einen super guten Tipp, dieses Durchhaltevermögen, dieses Neuerfinden. Ich finde, das kann man irgendwie in einen Punkt fassen, aber es ist so viel Value wie drei. Also weil es ist wirklich, also das Durchhaltevermögen auf der einen Seite und das Neuerfinden auch, ich kann doch nicht sagen, oh nein, eine Videoagentur ist oder mein Main-Business funktioniert jetzt nicht mehr. Dann muss ich halt umdenken. Ich meine, wir sind auch, also vielleicht auch ein Praxisbeispiel von uns selber. Also wir haben mit Plutus in den Tochterunternehmen Meine Stadt Digital, wo wir so gesagt haben, okay, wir haben uns eigentlich auf Innenstadtentwicklung auseinander oder beschäftigt und auch Förderung regionaler Einzelhandel. Also doch ein Thema, was eigentlich ja gerade sehr, sehr aktuell ist. Und wir selber haben bei uns aber halt eigentlich das Business gehabt, dass wir Consulting-Services für Unternehmen, also wir wollten halt zu Städten gehen, wollten die beraten. Und dann haben wir aber irgendwie gesagt, okay, das mit der Beratung, das wird jetzt während Corona gerade nicht so funktionieren, einfach weil die haben erstens andere Sorgen und zweitens kannst du halt nicht einfach so zu denen hingehen. Und wir haben dann gesagt, okay, was können wir machen, um trotzdem weiter mit Meine Stadt Digital Geld zu verdienen? Und dann haben wir diese Videoplattform entwickelt, die im Endeffekt Einzelhändler dabei schult, sich digital weiterzubilden, um auch während der Corona-Krise weiter ihre Sachen zu verkaufen, trotz dass die geschlossen haben. Und wir sehen ja jetzt mit dem zweiten Lockdown, das ist wichtiger denn je. Definitiv. Und das, was ihr da macht, ist auch eine Sache, die jetzt gefragter denn je ist allgemein. So digitale Lernplattformen, Online-Plattformen, Online-Shops, alles Themenbereiche, die sehr spannend sind. Absolut. Cool. Nee, ich glaube, wir sind dann jetzt damit auch durch. Julian, es hat mich mega gefreut, dass du heute hier warst. Wir haben das jetzt mal runterkomprimiert auf zwei Tipps, aber ich fand die wirklich gut dafür. Du fährst heute Abend dann wieder zurück nach Stuttgart. Für dich geht's morgen weiter und wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder, da Dienstag um 22 Uhr live hier bei Radio Frankfurt. Das Ganze ist dann morgen auch abrufbar hier bei Spotify, bei iTunes, bei YouTube, bei allen anderen Streaming-Plattformen, damit ihr das auch im Nachhinein natürlich nochmal anhören könnt. Ey Julian, ich habe dich eine Sache vergessen zu fragen. Wir sind ja hier im Radio. Das passiert ja auch nicht alle Tage. Möchtest du jemanden grüßen? Ich grüße meine Eltern, die jetzt schauen, zuhören und denke ich auch den einen oder anderen Freund, Kollegen. Geschäftspartner. Der gerade zuhört. Cool, alles klar. Danke, Julian, dafür. Danke, dass du da warst. Und danke Ihnen natürlich fürs Zuhören. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Höher, schneller, weiter. Der Live-Podcast mit André Braun. Jeden Dienstag, 22 Uhr. Live auf Radio Frankfurt. Und dann auf Spotify, iTunes und YouTube.